Du hast dich ja vorhin ziemlich skeptisch geäußert, ob die Professional Learnings auch bereit sind, sich auf diese neuen Lern- und Lehrformen einzulassen. Was führt dich zu dieser Skepsis? Also, du hast recht. Ich denke einfach, dass die Professional Learners diesen Glauben gewinnen müssen, dass dieses Konzept, dieses neue Konzept eben eine Gewinnverbesserung für sie als Menschen, als auch für den Lernenden sind. Und das ist ein Glaube. Mhm. Und in dem Moment, wo man einen anderen Glauben annehmen muss, ist der Mensch sehr skeptisch. Mhm. Und sagt erstmal, nein, wir wollen es nicht machen. Mhm. Und diese Art und Weise, dass man hier sowas auf sich was einlässt, das halte ich einfach für schwer. Und das sehe ich bei manchen Leuten nicht so kommen. Also kann das auch bedeuten, Menschen lernen nur unter Druck oder verändern sich nur unter Druck und die Vorgesetzten müssen halt Druck aufbauen? Ja, also ich sage auch, auf einem Nagelbrett bleibt man nicht so gerne stehen wie auf einem gemütlichen Sessel oder sitzt man nicht so gemütlich wie im Sessel. Deswegen ist derjenige, der ungemütlich sitzt, in einer besseren Position, Veränderungen einzugehen und sich mal umzudrehen, was gibt's denn noch in meinem Spektrum, was kann ich erreichen? Und im Fernsehsessel hat man immer nur den Fernseher im Blickwinkel und nicht hier, was passiert hinter einem, man dreht sich nicht um. Und das ist der Kritikpunkt, den ich sehe. Wir sehen in der Weiterentwicklung unsere PowerPoint-Präsentation, vielleicht mit neuen Animationen, aber wir hinterfragen dieses System nicht. Wir glauben nicht daran, es gibt Neuigkeiten. Und das ist mein Knackpunkt. Also könnte man auch die Forderung ableiten, mehr Nagelbretter in Bildungsabteilungen. Genau, das ist meine Motivation. Danke.